Politik betrifft uns alle. Sich bei der Wahl für eine Partei zu entscheiden, ist aber nicht einfach. Wer vertritt am besten, was uns besonders wichtig ist? Bei dieser Frage kann der Wahl-O-Mat helfen. Ein interaktives Tool, das einen Überblick über die Themen und Positionen aller Parteien gibt. Wie funktioniert das? Der Wahl-O-Mat stellt 38 Aussagen zu allen politischen Bereichen vor. Indem man den Aussagen zustimmt oder nicht, kann der Nutzer seine Meinung mit den Positionen der verschiedenen Parteien vergleichen. Die Aussagen des Wahl-O-Mat werden von etwa 20 jungen Wählern zusammen mit Politikwissenschaftlern, Statistikern und weiteren Politikexperten erarbeitet. Für diese Redaktion können sich alle Wahlberechtigten bis einschließlich 26 Jahren bewerben. In einem ersten Workshop stellt diese Redaktion aus den Wahlprogrammen aller Parteien etwa 80 Thesen zu großen Themen wie etwa Arbeit, Familie, Bildung oder Umwelt zusammen. Nach dem Workshop haben die Parteien 3 Wochen Zeit, alle Thesen zu beantworten und eine Begründung dazu abzugeben. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die Parteiantworten von einem Team aus Politikwissenschaftlern geprüft. Wenn eine Begründung von der Position der Partei abweicht, kann die Partei ihre Antwort überarbeiten. Die letzte Entscheidung liegt hier immer bei der Partei selbst. Schließlich werden ihre Antworten im Wahl-O-Mat nicht interpretiert, sondern 1:1 wiedergegeben. Im zweiten Workshop werden die finalen Thesen des Wahl-O-Mat ausgewählt. Nämlich diejenigen, die die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien besonders deutlich machen und die wichtigsten Themen der Wahl aufgreifen. Etwa 3 Wochen vor der Wahl geht der Wahl-O-Mat dann online. Die Entscheidung abnehmen kann er uns nicht. Aber einen Anstoß geben, welche Partei einen näheren Blick wert ist.